schwarze Löcher. Dunkle Gravitationsfallen, die alles auf ihrem Weg verschlingen. Was würden wir sehen, wenn wir uns einem schwarzen Loch nähern? Bis zu dem Punkt, an dem es kein Zurück gibt. Wenn wir fallen würden in eine Welt aus gekrümmtem Raum und verbogener Zeit. Welche Geheimnisse des Universums würden sich uns auf einer solchen Reise erschließen? Stellen Sie sich vor, ins Zentrum unserer Galaxie zu reisen. 26.000 Lichtjahre entfernt. Und dort auf einem Planeten zu stehen. Millionen Sterne umgeben sie. Und am Horizont steigt eine seltsame schwarze Scheibe auf. Es ist ein schwarzes Loch. Ein Objekt, dessen Masse so konzentriert ist, dass nichts seinem Gravitationsfeld entkommt. Nicht einmal Licht. Dieses Monster ist 10-mal so groß wie die Sonne, aber millionenmal so schwer. Und es ist nicht das Einzige. In nahezu jeder großen Galaxie haben Astronomen Hinweise auf schwarze Löcher gefunden. Oft mit der Millionen- oder sogar Milliardenfachen Masse der Sonne. Wie sind sie entstanden? Und wie wurden sie so groß? Für die Antworten muss man die Kräfte verstehen, die Sterne und Planeten geformt haben. Über die Lebenszyklen der schwarzen Löcher finden die Wissenschaftler Hinweise auf das Schicksal, das unsere eigene Galaxie erwartet. Und das Universum selbst. Aber wie erforscht man etwas, das sich seiner Natur nach der Entdeckung entzieht? Manchmal können wir am geheimnisvollen Wirken des Universums teilhaben. 19. März 2008. Astronomen auf der ganzen Welt erhalten einen Warnruf von einem Forschungssatelliten der NASA namens SWIFT. Er hat den bis dahin stärksten Gammastrahlenausbruch beobachtet. Ein kosmisches Ereignis, bei dem extreme Mengen Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung freigesetzt werden. SWIFT leitet seine Messungen automatisch an die Erde weiter. Innerhalb von Sekunden werden vollautomatische Teleskope auf das Phänomen ausgerichtet. Astronomen ermitteln aus den Daten die Helligkeit des Blitzes. In großen Observatorien in Chile und in Texas wird das Licht des Blitzes in der Zwischenzeit in seine Wellenlängen zerlegt. Aus dem Spektrum kann man ersehen, wie weit das Licht bis zur Erde gereist ist. Das verblüffende Ergebnis? Das Licht stammt von einem Objekt, das 7,5 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Das ist die Hälfte des sichtbaren Universums. Tom Westrand arbeitet im Los Alamos National Lab in New Mexico. Seit mehr als 10 Jahren erforscht er bereits Gamma-Blitze. Aber so etwas hat er noch nicht gesehen. Das war die hellste je beobachtete Erscheinung. Bei Astronomie denken viele an langsame Vorgänge. Aber dieser Blitz war 7,5 Milliarden Lichtjahre gereist. Und hier hat er 30 Sekunden lang erstaunlich hell geleuchtet. Tatsächlich war der Blitz nach seiner langen Reise noch so hell, dass er mit bloßem Auge beobachtet werden konnte. Aus den gesammelten Daten von Erd- und Weltraumteleskopen kommen die Wissenschaftler zu der Überzeugung, dass der schmale, aber intensive Lichtblitz
höchstwahrscheinlich von der Geburt eines schwarzen Lochs zeugt. Es ist das letzte einer Kette heftiger Ereignisse im Kern eines massereichen Sterns, bis zu 10-mal so schwer wie die Sonne. Alle Sterne leuchten durch Kernfusionsprozesse in ihrem Inneren, in denen Wasserstoff in Helium überführt wird. In massereicheren Sternen entstehen auch schwerere Elemente wie Kohlenstoff, Silizium und am Ende Eisen. Wie in einem Heißluftballon wirkt die dabei frei werdende Energie der Gravitation des Sterns entgegen, sodass er nicht in sich zusammenstürzt. Irgendwann geht der Brennstoff aus. Die Energie kann nicht ewig in den Weltraum strömen und dann beginnt der Stern zu schrumpfen. Wenn der Eisenkern bis zur 1,4-fachen Sonnenmasse gewachsen ist, hält er dem Druck nicht mehr stand und kollabiert. In manchen Fällen führt der Kernkollaps zu einer gewaltigen Druckwelle, die den Stern buchstäblich auseinanderreißt. Überall in unserer Galaxie verstreut findet man die Reste solcher Supernovae, wie diese Bilder des Hubble-Weltraumteleskops zeigen. Aber was passiert mit dem kollabierten Kern dieser toten Sterne? Wenn ein großer Stern in sich zusammenfällt, treten so starke Kräfte auf, dass die Elektronen in die Kerne der Atome gepresst werden. Ein Objekt extrem hoher Dichte entsteht, ein Neutronenstern. Ein Neutronenstern ist so dicht, als würde man einen Berg auf die Größe einer Murmel zusammenpressen. Neutronen können ungeheuren Kräften standhalten. Aber wenn der Druck eine bestimmte Schwelle überschreitet, verschwinden sie ins Nichts. Wenn das passiert, wird ein schwarzes Loch geboren. Ein schwarzes Loch ist Schwerkraft im absoluten Extrem. Die ganze Masse ist buchstäblich in einem Punkt konzentriert und sie ist eingehüllt in eine schwarze Sphäre, deren Oberfläche Ereignishorizont genannt wird. Von dort gibt es kein Zurück. Was dort hineinfällt, Gase, Sterne oder Planeten, verschwindet für immer. Ein schwarzes Loch ist eine Zeit- und Raumregion, die schwarz und leer ist. Sie ist schwarz, weil ihre Gravitation sogar das Licht einsaugt. Aber auch leer, weil die Objekte, die es geformt haben, bis ins Nichts geschrumpft sind. Die Vorstellung, ein schwarzes Loch bestehe nur aus stark komprimierter Materie, ist einfach falsch. Sie mag daraus entstanden sein, aber diese Materie ist verschwunden, völlig zerstört. Es gibt sie nicht mehr. Doch die Materie hat ein kraftvolles Vermächtnis hinterlassen. Ihre Gravitation. Nach Albert Einstein ist Gravitation weniger eine Eigenschaft von Materie, der Sterne und Planeten. Vielmehr ist es eine Krümmung von Raum und Zeit. Wissenschaftler nennen sie Raumzeit in der Anwesenheit schwerer Objekte. Ein Planet geht in eine Umlaufbahn über, wenn er sich in dem gekrümmten Raum um einen Stern verfängt. Wie die Kugel, die sich in einem Roulette-Rad dreht. Die in einem Punkt komprimierte Masse eines schwarzen Lochs ist eine tiefe Verzerrung in der Raumzeit. Wenn ein schwarzes Loch geboren wird, geht die Energie der Materie in die Energie der gekrümmten Raumzeit über. Die Art der Energie ändert sich also, aber die Energie selbst bleibt bestehen. Was zurückbleibt, ist gekrümmte Raumzeit, die ungeheure Energie enthält.
Mit dieser Energie kann ein schwarzes Loch auf seine Umgebung tiefgreifend einwirken. Auf der Erde kennen wir Gravitation als die Kraft, die alles nach unten zieht. Beim Aufprall wird Energie frei. Energie mit oft zerstörerischen Auswirkungen. Wenn Materie aber in ein schwarzes Loch fällt, nimmt die frei werdende Energie astronomische Dimensionen an. Wir sehen, wie sie den Rest des Universums beeinflussen. Wir sehen, was um sie herum passiert, wenn dieses gewaltige Gravitationspotenzial zum Tragen kommt und wie daraus Energie frei wird. Solche Beobachtungen zeigen, dass schwarze Löcher weitreichende Energieflüsse tätigen, die das Universum, wie wir es kennen, mitgeformt haben. Wissenschaftler erforschen diese Erscheinungen. Wie Detektive folgen sie der Spur, die sie näher an das dunkle Herz der schwarzen Löcher heranführen könnte. Lange galten schwarze Löcher als seltene und exotische Erscheinungen in einem von Sternen und Galaxien dominierten Universum. Diese Sicht hat sich verändert durch die Beobachtung von Galaxien und schwarzen Löchern in den Tiefen des Universums. Riesige schwarze Löcher lauern im Zentrum beinahe jeder großen Galaxie. Dazu kommt, je größer die Galaxie, desto größer ist auch das schwarze Loch. Beides lässt den Schluss zu, dass sich Galaxien und schwarze Löcher Hand in Hand entwickelt haben und sich gegenseitig beeinflussen. Um die Rolle der schwarzen Löcher in der Evolution des Universums zu erforschen, versuchen die Wissenschaftler, die gemeinsame Entwicklung von schwarzen Löchern und Galaxien nachzuvollziehen. Computer sollen dazu die Geschichte von Galaxien wie unserer eigenen enthüllen. Solche Simulationen führen zurück in eine Zeit, als das Universum gerade erst ein paar hundert Millionen Jahre alt war. Gigantische Gaswolken kollabieren aufgrund ihrer eigenen Schwerkraft und es entstehen Verdichtungen. Die Verdichtungen werden immer heißer und schließlich zur ersten Generation Sterne. Diese Sterne brennen heiß und schnell. Schon nach wenigen Millionen Jahren finden die ersten ihr Ende in gewaltigen Supernovae. Diese Sterne sind es, von denen wahrscheinlich die ersten schwarzen Löcher stammen. Die Kosmologin Tiziana Di Matteo sucht nach den Spuren, die diese frühen schwarzen Löcher im Universum hinterlassen haben. Mit Hilfe von Software simuliert sie die Wirkung der Gravitation auf Gase, die Bildung von Sternen, Galaxien und schwarzen Löchern. Ihr Ziel ist ein virtuelles Universum, das sich so entwickelt wie das wirkliche. Mit schwarzen Löchern und Galaxien, die gemeinsam auftreten und wachsen. Unsere Milchstraße liegt in einem ziemlich ruhigen Teil des Universums, mit relativ wenigen anderen Galaxien in der näheren Umgebung. Doch 50 Millionen Lichtjahre entfernt befindet sich der Virgo-Galaxienhaufen, in dem sich wahrscheinlich tausende Galaxien drängen. Neue Teleskopbilder zeigen,
dass diese Region einen Teil eines größeren Galaxienmusters bildet. Es erinnert an ein gigantisches Spinnennetz. Damit sich ihr virtuelles Universum so entwickelt, muss die Matteo die kosmischen Bedingungen kennen, die zu den ersten schwarzen Löchern und Galaxien geführt haben. Das ist eine wunderbare Arbeit, weil wir von extrem spezifischen Anfangsbedingungen ausgehen. Die zu kennen, ist sehr selten in der Astrophysik und anderen Zweigen der Physik. Details davon, wie das Universum in seinen Anfängen ausgesehen haben mag, verdanken wir einer Raumsonde namens WMAP. Ihre Messung der Schwankungen in der kosmischen Hintergrundstrahlung, das Strahlungsecho des Urknalls, ergab eine fleckige Karte. Astronomen halten dieses Muster für den Ursprung der Spinnennetzstruktur der Galaxien. Und es bildet den Startpunkt für die Matteo-Simulation. Aus diesen Anfangsbedingungen müssen wir mit den richtigen kosmischen Gesetzen das Universum entwickeln, das wir heute haben. Die Matteo setzt ihr virtuelles Universum in Bewegung. Es erstreckt sich über einen würfelförmigen Raum mit mehr als 100 Millionen Lichtjahren Kantenlänge. Das Ergebnis? Ein kompliziertes kosmisches Netz, in dem die Gravitation Materie in Fäden und Knoten von gewaltigen Ausmaßen zwingt. Dort, wo Fäden zusammenkommen, beginnen Galaxien und schwarze Löcher zu entstehen. Die in großem Maßstab hinzukommende Materie lässt das schwarze Loch wachsen. Ständig werden Gase ins Zentrum der Galaxie transportiert. Sie nähren das schwarze Loch, wodurch es sehr schnell wächst. In dieser Sequenz aus die Matteo-Simulation kennzeichnen die Kreise das mögliche Auftreten von schwarzen Löchern. Wenn einzelne schwarze Löcher an Masse gewinnen, werden sie durch die Gravitation in die dichtesten Regionen der Galaxien gezogen, wo einige wenige deutlich größer wachsen als andere. Aber warum wachsen diese wenigen schwarzen Löcher so schnell? Das sich im Orbit befindliche Chandra-Röntgen-Teleskop hat vor kurzem im Zentrum einer weit entfernten Galaxie erstaunliche Aufnahmen gemacht. Dieses Bild zeigt zwei schwarze Löcher nahe beieinander. Die Wissenschaftler sind überzeugt, dass sie sich im Todestanz befinden. Noch kreisen die beiden Schwerkraftfallen, jede um die andere. Wie bei einem Planeten um die Sonne kann so ein Orbit Milliarden Jahre lang stabil bleiben. Aber um zu wachsen, muss ein schwarzes Loch das andere heranziehen und verschlingen. Albert Einstein hat gezeigt, wie das geschehen kann. Wenn zwei massive Körper sich immer schneller umkreisen, können sie das glatte Gewebe der Raumzeit aufwühlen. Es ist wie wenn ein Stein ins Wasser geworfen wird. Ein Teil der frei gewordenen Energie geht in die sich konzentrisch ausbreitenden Wellen über. Entsprechend würden kollidierende schwarze Löcher Gravitationswellen durch das ganze Universum schicken. Man stelle sich zwei Wirbelstürme vor, eingebettet in einen dritten, die zusammenkrachen. Was passiert, wenn sie nicht aus wirbelnder Luft bestehen, sondern aus wirbelnder, gekrümmter Raumzeit? Diese Simulation zeigt es. Wenn sich zwei schwarze Löcher nahe kommen, verwandeln sie den Raum in ein wirbelndes Meer aus Gravitationswellen. Diese Wellen transportieren Energie weg vom Orbit, wodurch das Paar sich weiter anziehen und schließlich verschmelzen kann. Als das Universum halb so alt war wie jetzt, haben die schwarzen Löcher große Mengen Gas verschlungen. Es war für sie eine Zeit des Wachstums. Die meisten großen Fusionen im Universum
haben damals stattgefunden. Diese Simulation zeigt, wie eine Galaxie in einem Chaos aus Kollisionen und Fusionen Gestalt angenommen haben könnte. Am Anfang hatte die Gravitation Sterne und Gaswolken zusammengeballt. Jetzt wirkt sie auf größere Systeme. Überall im Universum zerreißen sich Galaxien gegenseitig oder kollidieren ineinander. Und bei jeder dieser Verschmelzungen landen neue Opfer im Rachen des wachsenden Schwarzen Lochs. In den dichtesten Regionen des Universums konnte ein kleiner Teil dieser Monster zu unglaublicher Größe heranwachsen. Doch inmitten der immensen Zerstörungskraft finden Wissenschaftler Hinweise darauf, wie das Universum und auch Planeten wie die Erde so geworden sind, wie wir sie heute kennen. Astronomen haben lange über extrem helle und weit entfernte Objekte gerätselt, die Quasare genannt werden. Heute nimmt man an, dass es Energiefreisetzungen im Zentrum von Galaxien sind, die sich im Zusammenhang mit dem Anwachsen der schwarzen Löcher ereignen. Aber wie kann etwas, das kein Licht ausstrahlt, so hell sein? 2 Minuten. Um dieses Geheimnis zu lösen, hat sich eine Gruppe Wissenschaftler in der Nähe des Kennedy Space Center der NASA in Florida versammelt. Der Start einer Delta-Rakete steht unmittelbar bevor. Sie soll eine neue Generation von Weltraumteleskop in den Orbit bringen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! 0, liftoff. Delta Rocket carrying in blast. Gamma Ray Telescope. Das Gammastrahlen-Weltraumteleskop Fermi ist Teil eines größeren Projekts, bei dem unter anderem die Rolle der schwarzen Löcher bei der Gestaltung des Universums erforscht werden soll. Dass wir hier auf unserem Planeten stehen, in einem winzigen Teil unserer Galaxie und Messungen durchführen können, zum Verständnis des ganzen Universums, in dem wir leben, das ist etwas, auf das die Menschheit stolz sein kann. Die schwarzen Löcher, die den Wissenschaftler Steve Ritz und sein Team interessieren, gehören zu den größten überhaupt. Die Energie, die sie ausstrahlen, soll aus den Perioden extrem schnellen Wachstums stammen. Vor Milliarden Jahren, in Regionen des Universums mit dicht gepackter Materie, hat die Gravitation ganze Schwärme junger Galaxien zusammengezogen. Im Zentrum entstand eine große Galaxie. Und wenn andere Galaxien mit ihr kollidierten, wurden gewaltige Mengen Materie in ihr zentrales schwarzes Loch hineingesogen. So gemästet wuchs es bis auf die milliardenfache Masse unserer Sonne an. Dass ein schwarzes Loch derartig wächst, ist selten. Nicht überall im Universum, vor allem solange es noch jung war, ließ das Gas ein schwarzes Loch so schnell wachsen. Und wenn ein solches schwarzes Loch wächst, macht es immer wieder spektakulär auf sich aufmerksam. Wie man auf diesen Teleskopaufnahmen sieht. Sie zeigen ungeheure Strahlungsströme, die oft zehntausende Lichtjahre ins All reichen.
Solche Energieausbrüche haben schwerwiegende Auswirkungen auf die Galaxie, in der sie stattfinden. Und darüber hinaus. Im Perseus-Galaxienhaufen hat das Chandra-Röntgen-Teleskop riesige heiße Hohlräume im umliegenden Gas entdeckt. Der Verursacher, so glaubt man, ist ein sogenannter Jet. Ein kraftvoller Strom aus Strahlung und Partikeln aus der großen Galaxie in der Mitte. Als er ausbrach, hat er so heftige Schockwellen erzeugt, dass große Mengen Gas aus dem zentralen Bereich hinausgestoßen wurden. Und ohne dieses Gas können sich keine neuen Sterne bilden. Das erklärt, warum einige der größten Galaxien von alten Sternen bevölkert sind, die wahrscheinlich geboren wurden, bevor ihre schwarzen Löcher derartig explodiert sind. Gleichzeitig kann ein Jet schwere Elemente hinaustragen, wie sie benötigt werden, um Sonnensysteme und Planeten wie den unseren zu formen. Wir sehen diese Jets aus den Galaxien herausströmen und wissen, dass sie große Mengen starker Gammastrahlung mit sich führen. Das Fermi-Teleskop ist Teil einer wachsenden Flotte von Weltraumteleskopen, die Gamma- und Röntgenstrahlung der Jets wahrnehmen können. Es ist, als ob man die Bahn eines Projektils sieht und daraus Rückschlüsse zieht auf die Waffe, die es abgefeuert hat, und auf die Treibladung der Patrone und Ähnliches. Die Waffe ist in diesem Fall eine geheimnisvoll wirbelnde Raumzeitregion, das Schwarze Loch. Aber wie kann es einen Jet abfeuern? Ein schwarzes Loch dreht sich um seine Achse. Es zerrt den Raum in eine wirbelnde Bewegung. Diese ist schneller in der Nähe des Energiehorizonts und langsamer weiter entfernt. So wie die Luft eines Tornados im Zentrum schneller wirbelt als außen. Die auf immer enger werdenden Spiralbahnen in das Zentrum der schwarzen Löcher stürzenden Gase und Sterne bilden eine Art schnell rotierende Scheibe, die Akkretionsscheibe. Ein Teil der Materie wird dabei in Energie umgewandelt und als Gammastrahlung oder Teilchenstrom in beide Richtungen senkrecht zur Akkretionsscheibe weggeschleudert. Die Rotationsenergie, die an einem schwarzen Loch frei wird, ist wesentlich größer als die Energie, die man erhalten würde, wenn man den ganzen nuklearen Brennstoff in Sternen verbrennt. Albert Einsteins Gleichungen beschreiben diese ungeheure Kraftquelle als die extreme Krümmung des Raums am Rand eines schwarzen Lochs. Aber was wir aus diesen Gleichungen lernen können, macht nicht am Ereignishorizont des Schwarzen Loches Halt. Wir können damit hineinreisen. Zumindest in unserer Vorstellung. Zukünftige Astronauten könnten das Schicksal herausfordern und einem Schwarzen Loch zu nahe kommen. Wenn das Monster aus einem kollabierten Stern mit der Masse von ein paar Sonnen stammt, dann steigt seine Schwerkraft mit der Nähe jäh an. Der Zug auf die Spitze des Raumschiffs wäre so viel stärker als auf den hinteren Teil. Die Gravitation würde es zerreißen. Überraschenderweise wäre ein Flug in ein supermassives schwarzes Loch kaum holperig. Durch seine Größe ist seine Schwerkraftwirkung viel weiter verteilt. Sein Herz wäre sicher das extremste Reiseziel im gesamten Universum. Andrew Hamilton, Professor für Astrophysik,
hat erforscht, was mit Materie passiert, die in ein schwarzes Loch hineinfällt. Auf der Basis von Einsteins Gleichungen sind er und andere Wissenschaftler davon überzeugt, es gleicht einer Reise einen Fluss hinunter, der auf einen Wasserfall zuhält. Nur ist dieser Abgrund ein kosmischer Abgrund. An der Grenzfläche des Schwarzen Lochs, am Ereignishorizont, stürzt der Raum selbst hinein. Was heißt das? Der Raum fällt dort hinein. Wenn man Objekte in den Raum stellt, dann bewegen sie sich auf bestimmte Art. Und wenn man ein Objekt in die Nähe eines Ereignishorizonts stellt, dann müsste es annähernd Lichtgeschwindigkeit erreichen, um nicht hineingezogen zu werden. Wenn ein schwarzes Loch rotiert, dann bildet sich um seinen Kern ein zweiter, ein innerer Horizont. Nach Einstein könnte ein Objekt so schnell darum rotieren, dass es hinausgeschleudert wird. Wenn in einem schwarzen Loch nur die Raumzeitstruktur selbst ist, dann kann der Raum hineinstürzen, darin rotieren und wieder hinausgelangen, denn Raum hat keine Substanz. Er kann durch sich selbst dringen. Das wäre wie ein Wasserfall, der, wenn er unten auf die Felsen trifft, umkehrt und zurückstürzt. In der seltsamen Welt der allgemeinen Relativität fällt der Raum schneller als Licht in ein schwarzes Loch, macht kehrt und drängt sich wieder hinaus, schneller als Licht. Stellen Sie sich vor, ein Raumschiff stürzt in dieses auf den Kopf gestellte Reich. Wenn es den Fall durch den Ereignishorizont übersteht, würde es gewaltig beschleunigt. Man bewegt sich mit dem Fluss und erreicht am Ereignishorizont Lichtgeschwindigkeit. Dahinter sieht man immer noch die äußere Welt, aber von draußen ist man nicht mehr zu sehen, denn der Raum fällt schneller als Licht. Um diese chaotischen Verhältnisse zu verstehen, hat Hamilton versucht, auf der Basis von Einsteins Arbeit das Innere von schwarzen Löchern zu visualisieren. Nur die Mathematik erlaubt es, dieser Welt so nahe zu kommen. Wir passieren den Ereignishorizont und nähern uns der zentralen Region. Dort werden wir herumgewirbelt und gelangen schließlich in einen kosmischen Tunnel, in ein Wurmloch. An seinem Ende passieren wir ein sogenanntes weißes Loch. Wie in einem Science-Fiction-Roman würden wir in einem anderen Raum herauskommen, in einer anderen Zeit oder sogar in einem anderen Universum. Diese seltsame Reise ist allerdings nur in der Theorie möglich. Richtige Materie, die hineinfällt, würde mit der zurückkommenden kollidieren. Es wäre ein turbulenter, chaotischer Mahlstrom tief im Inneren des schwarzen Lochs. Bei einem Wasserfall prallt das Wasser auf Felsen und stürzt von dort weiter in den darunterliegenden Fluss. Hier treten heftige Turbulenzen auf. Alle Ordnung verschwindet. In einem schwarzen Loch ist diese Aufprallzone der innere Horizont, wo rotierende Materie den Kern umhüllt. Spätestens hier wäre die Reise des Raumschiffs zu Ende. Es würde einfach verdampft.
Das Charakteristische dieser Region nahe des inneren Horizonts sind die sehr schnell ineinander fließenden Energieströme. Dieses Gegenströmen steigert sich bis zu dem Punkt, wo sich die Materie selbst anzieht, und diese Gravitation beschleunigt die ineinander fließenden Ströme noch. In der Welt, in der wir leben, wird die Energie, die durch Gravitation frei wird, schnell verbraucht. Was immer herunterfällt, geht in ein Ruhestadium über. In einem schwarzen Loch wird die Energie nicht verbraucht. Stattdessen baut sie sich auf bis zu einem extremen Zustand, den man Planck-Dichte nennt. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen die gesamte Materie, die wir mit Teleskopen sehen können, all die Billionen Sterne, die die Galaxien des Universums bilden, und pressen sie zusammen. Down. Auf Murmelgröße. Nein, wir pressen sie weiter zusammen, bis sie kleiner sind als ein Atom. Das ist eine Planck-Dichte. Und so eine Dichte wird in einem schwarzen Loch erzeugt. Es ist der extremste Ort im Universum, nach dem Urknall. In diesem Zustand steigt die Temperatur auf Werte, die Billionen Mal höher sind als im Zentrum der Sonne. Es ist schwer vorstellbar, was für eine Zerstörungskraft die Freisetzung dieser Energie hätte. Zum Glück wird sie durch die extreme Gravitation unter dem Ereignishorizont des Schwarzen Lochs gehalten. Trotz des wirbelnden Chaos in seinem Inneren, das Schwarze Loch in unserer Galaxie soll relativ ruhig sein. Hat es sich in den Ruhestand zurückgezogen? Oder wird die Energie des wirbelnden Raums in seinem Inneren bald freigesetzt? Astronomen glauben, dass turbulente Zeiten vor uns liegen. Die Andromeda-Galaxie, 2,5 Millionen Lichtjahre von unserer Milchstraße entfernt. Wissenschaftler haben errechnet, dass sie mit einer Geschwindigkeit von über 300.000 Kilometern pro Stunde auf uns zurast. Es wird etwa 5 Milliarden Jahre dauern, bis sie uns erreicht. Bis dahin wird die Sonne zu einem roten Riesen anschwellen und die Erde verbrennen. Aber eine wesentlich größere galaktische Katastrophe steht bevor. Eine Simulation des Zusammenstoßes von Andromeda und Milchstraße zeigt die mögliche Kette der Ereignisse. Wenn die beiden Galaxien einander näher kommen, werden sie durch die gegenseitige Gravitation auseinandergerissen. Dabei könnte unser eigenes Sonnensystem an den Rand dieses Mahlstroms geschleudert werden. Wenn die Galaxien ineinander verschmelzen, wirbeln in ihrer Mitte zwei schwarze Löcher aufeinander zu. Aus dem ganzen Durcheinander wird ein neues, ein noch größeres schwarzes Loch entstehen. Ob es dann noch Menschen geben wird, die dieses Spektakel beobachten können? Wenn Astronomen über die Zukunft unserer Galaxie grübeln, fragen sie sich, bleibt die im zentralen schwarzen Loch verschlossene Materie und Energie für immer dort? Oder nagt auch am schwarzen Loch der Zahn der Zeit, wie an allen anderen kosmischen Objekten? Wir leben in einer Zeit, in der die meiste Energie im Universum von Sternen erzeugt wird. Aber in vielen Milliarden Jahren werden die Sterne ihren Brennstoff aufgebraucht haben und verlöschen.
Die größten Sterne fallen in die Zentren der Galaxien und werden von schwarzen Löchern verschlungen. Es folgt eine Zeit, die bestimmt wird durch die Reste gestorbener Sterne und schwarzer Löcher. In ferner Zukunft bilden die ausgebrannten Sterne Neutronensterne, weiße Zwerge und einige schwarze Löcher, die zu größeren schwarzen Löchern verschmelzen. Mit der Zeit fällt die meiste Materie der Galaxien in diese schwarzen Löcher, die zu den letzten Bastionen unseres Universums werden. Wie lange werden sie existieren? Die Antwort könnte eine Theorie des Astrophysikers Stephen Hawking liefern. Stephen Hawking hat die Quantenphysik auf schwarze Löcher angewandt und gezeigt, dass sie gar nicht schwarz sind, sondern eine Wärmestrahlung abgeben. Und wenn Wärme entweicht, muss diese Energie irgendwo herkommen. Die Energie kommt laut Hawking von kleinen Teilchen, die im Vakuum des Alls entstehen, unmittelbar vor dem Ereignishorizont. Einige dieser Partikel strahlen ab und nehmen dabei kleine Mengen Masse und Energie mit sich, wie Wasser, das aus dem Meer verdunstet. Mit der Zeit wird diese Strahlung stärker, während das schwarze Loch schrumpft und schließlich explodiert. Wenn das schwarze Loch stirbt, ist das das Ende des Universums, wie wir es kennen. Aber ist diese Theorie richtig? Schrumpfen die schwarzen Löcher wirklich? Wenn schwarze Löcher beim Urknall mit der Masse eines Mount Everest entstanden sind, müssten sie jetzt explodieren. Astronomen haben nach entsprechenden elektromagnetischen Impulsen Ausschau gehalten, aber keine beobachtet. Vielleicht kann man das Schrumpfen eines schwarzen Lochs auch anders beobachten. Überall im Universum senden schwarze Löcher mit nahezu Lichtgeschwindigkeit Jets aus. Diese Partikel, die kosmische Strahlung genannt werden, schießen mit so viel Energie in die Erdatmosphäre, dass winzige schwarze Löcher entstehen. Diese Minimonster zerfallen sofort in einen Partikelregen und sind sehr schwierig zu beobachten. Was aber, wenn man unter Laborbedingungen mit Hilfe derart kraftvoller Kollisionen ein schwarzes Loch erzeugen könnte? Wenn man dann seinen Zerfall beobachten könnte, würde man einen Blick in die Zukunft von schwarzen Löchern werfen. Wenn wir zwei Protonen mit sehr hoher Geschwindigkeit kollidieren lassen, erzeugen wir hoffentlich genug Energie, um in einem ausreichend kleinen Raum ein schwarzes Loch entstehen zu lassen. Diese schwarzen Löcher sind sehr klein, sehr heiß und zerstrahlen sofort. Schwarze Löcher. Dunkle Gravitationsfallen, die alles auf ihrem Weg verschlingen. Was würden wir sehen, wenn wir uns einem schwarzen Loch nähern? Bis zu dem Punkt, an dem es kein Zurück gibt. Wenn wir fallen würden in eine Welt aus gekrümmtem Raum und verbogener Zeit. Welche Geheimnisse des Universums würden sich uns auf einer solchen Reise erschließen? Stellen Sie sich vor, ins Zentrum unserer Galaxie zu reisen. 26.000 Lichtjahre entfernt. Und dort auf einem Planeten zu stehen.
Millionen Sterne umgeben sie. Und am Horizont steigt eine seltsame schwarze Scheibe auf. Es ist ein schwarzes Loch. Ein Objekt, dessen Masse so konzentriert ist, dass nicht seinem Gravitationsfeld entkommt. Nicht einmal Licht. Dieses Monster ist 10-mal so groß wie die Sonne, aber millionenmal so schwer. Und es ist nicht das Einzige. In nahezu jeder großen Galaxie haben Astronomen Hinweise auf schwarze Löcher gefunden. Oft mit der Millionen- oder sogar Milliardenfachen Masse der Sonne. Wie sind sie entstanden? Und wie wurden sie so groß? Für die Antworten muss man die Kräfte verstehen, die Sterne und Planeten geformt haben. Über die Lebenszyklen der schwarzen Löcher finden die Wissenschaftler Hinweise auf das Schicksal, das unsere eigene Galaxie erwartet. Und das Universum selbst. Aber wie erforscht man etwas, das sich seiner Natur nach der Entdeckung entzieht? Manchmal können wir am geheimnisvollen Wirken des Universums teilhaben. 19. März 2008. Astronomen auf der ganzen Welt erhalten einen Warnruf von einem Forschungssatelliten der NASA namens SWIFT. Er hat den bis dahin stärksten Gammastrahlenausbruch beobachtet. Ein kosmisches Ereignis, bei dem extreme Mengen Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung freigesetzt werden. SWIFT leitet seine Messungen automatisch an die Erde weiter. Innerhalb von Sekunden werden vollautomatische Teleskope auf das Phänomen ausgerichtet. Astronomen ermitteln aus den Daten die Helligkeit des Blitzes. In großen Observatorien in Chile und in Texas wird das Licht des Blitzes in der Zwischenzeit in seine Wellenlängen zerlegt. Aus dem Spektrum kann man ersehen, wie weit das Licht bis zur Erde gereist ist. Das verblüffende Ergebnis? Das Licht stammt von einem Objekt, das 7,5 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Das ist die Hälfte des sichtbaren Universums. Tom Westrand arbeitet im Los Alamos National Lab in New Mexico. Seit mehr als 10 Jahren erforscht er bereits Gamma-Blitze. Aber so etwas hat er noch nicht gesehen. Okay, that's what we have. It was the most luminous thing ever detected by mankind. Das war die hellste je beobachtete Erscheinung. Bei Astronomie denken viele an langsame Vorgänge. Aber dieser Blitz war 7,5 Milliarden Lichtjahre gereist. Und hier hat er 30 Sekunden lang erstaunlich hell geleuchtet. Tatsächlich war der Blitz nach seiner langen Reise noch so hell, dass er mit bloßem Auge beobachtet werden konnte. Aus den gesammelten Daten von Erd- und Weltraumteleskopen kommen die Wissenschaftler zu der Überzeugung, dass der schmale, aber intensive Lichtblitz höchstwahrscheinlich von der Geburt eines schwarzen Lochs zeugt. Es ist das letzte einer Kette heftiger Ereignisse im Kern eines massereichen Sterns, bis zu 10-mal so schwer wie die Sonne. Alle Sterne leuchten durch Kernfusionsprozesse in ihrem Inneren, in denen Wasserstoff in Helium überführt wird. In massereicheren Sternen entstehen auch schwerere Elemente wie Kohlenstoff, Silizium und am Ende Eisen. Wie in einem Heißluftballon wirkt die dabei frei werdende Energie der Gravitation des Sterns entgegen, sodass er nicht in sich zusammenstürzt.
Irgendwann geht der Brennstoff aus. Die Energie kann nicht ewig in den Weltraum strömen und dann beginnt der Stern zu schrumpfen. Wenn der Eisenkern bis zur 1,4-fachen Sonnenmasse gewachsen ist, hält er dem Druck nicht mehr stand und kollabiert. In manchen Fällen führt der Kernkollaps zu einer gewaltigen Druckwelle, die den Stern buchstäblich auseinanderreißt. Überall in unserer Galaxie verstreut findet man die Reste solcher Supernovae, wie diese Bilder des Hubble-Weltraumteleskops zeigen. Aber was passiert mit dem kollabierten Kern dieser toten Sterne? Wenn ein großer Stern in sich zusammenfällt, treten so starke Kräfte auf, dass die Elektronen in die Kerne der Atome gepresst werden. Ein Objekt extrem hoher Dichte entsteht, ein Neutronenstern. Ein Neutronenstern ist so dicht, als würde man einen Berg auf die Größe einer Murmel zusammenpressen. Neutronen können ungeheuren Kräften standhalten. Aber wenn der Druck eine bestimmte Schwelle überschreitet, verschwinden sie ins Nichts. Wenn das passiert, wird ein schwarzes Loch geboren. Ein schwarzes Loch ist Schwerkraft im absoluten Extrem. Die ganze Masse ist buchstäblich in einem Punkt konzentriert und sie ist eingehüllt in eine schwarze Sphäre, deren Oberfläche Ereignishorizont genannt wird. Von dort gibt es kein Zurück. Was dort hineinfällt, Gase, Sterne oder Planeten, verschwindet für immer. Ein schwarzes Loch ist eine Zeit- und Raumregion, die schwarz und leer ist. Sie ist schwarz, weil ihre Gravitation sogar das Licht einsaugt. Aber auch leer, weil die Objekte, die es geformt haben, bis ins Nichts geschrumpft sind. Die Vorstellung, ein schwarzes Loch bestehe nur aus stark komprimierter Materie, ist einfach falsch. Sie mag daraus entstanden sein, aber diese Materie ist verschwunden, völlig zerstört. Es gibt sie nicht mehr. Doch die Materie hat ein kraftvolles Vermächtnis hinterlassen. Ihre Gravitation. Nach Albert Einstein ist Gravitation weniger eine Eigenschaft von Materie, der Sterne und Planeten. Vielmehr ist es eine Krümmung von Raum und Zeit. Wissenschaftler nennen sie Raumzeit in der Anwesenheit schwerer Objekte. Ein Planet geht in eine Umlaufbahn über, wenn er sich in dem gekrümmten Raum um einen Stern verfängt. Wie die Kugel, die sich in einem Roulette-Rad dreht. Die in einem Punkt komprimierte Masse eines schwarzen Lochs ist eine tiefe Verzerrung in der Raumzeit. Wenn ein schwarzes Loch geboren wird, geht die Energie der Materie in die Energie der gekrümmten Raumzeit über. Die Art der Energie ändert sich also, aber die Energie selbst bleibt bestehen. Was zurückbleibt, ist gekrümmte Raumzeit, die ungeheure Energie enthält. Mit dieser Energie kann ein schwarzes Loch auf seine Umgebung tiefgreifend einwirken. Auf der Erde kennen wir Gravitation als die Kraft, die alles nach unten zieht. Beim Aufprall wird Energie frei. Energie mit oft zerstörerischen Auswirkungen. Wenn Materie aber in ein schwarzes Loch fällt, nimmt die frei werdende Energie astronomische Dimensionen an.
Wir sehen, wie sie den Rest des Universums beeinflussen. Wir sehen, was um sie herum passiert, wenn dieses gewaltige Gravitationspotenzial zum Tragen kommt und wie daraus Energie frei wird. Solche Beobachtungen zeigen, dass schwarze Löcher weitreichende Energieflüsse tätigen, die das Universum, wie wir es kennen, mitgeformt haben. Wissenschaftler erforschen diese Erscheinungen. Wie Detektive folgen sie der Spur, die sie näher an das dunkle Herz der schwarzen Löcher heranführen könnte. Lange galten schwarze Löcher als seltene und exotische Erscheinungen in einem von Sternen und Galaxien dominierten Universum. Diese Sicht hat sich verändert durch die Beobachtung von Galaxien und schwarzen Löchern in den Tiefen des Universums. Riesige schwarze Löcher lauern im Zentrum beinahe jeder großen Galaxie. Dazu kommt, je größer die Galaxie, desto größer ist auch das schwarze Loch. Beides lässt den Schluss zu, dass sich Galaxien und schwarze Löcher Hand in Hand entwickelt haben und sich gegenseitig beeinflussen. Um die Rolle der schwarzen Löcher in der Evolution des Universums zu erforschen, versuchen die Wissenschaftler, die gemeinsame Entwicklung von schwarzen Löchern und Galaxien nachzuvollziehen. Computer sollen dazu die Geschichte von Galaxien wie unserer eigenen enthüllen. Solche Simulationen führen zurück in eine Zeit, als das Universum gerade erst ein paar hundert Millionen Jahre alt war. Gigantische Gaswolken kollabieren aufgrund ihrer eigenen Schwerkraft und es entstehen Verdichtungen. Die Verdichtungen werden immer heißer und schließlich zur ersten Generation Sterne. Diese Sterne brennen heiß und schnell. Schon nach wenigen Millionen Jahren finden die ersten ihr Ende in gewaltigen Supernovae. Diese Sterne sind es, von denen wahrscheinlich die ersten schwarzen Löcher stammen. Die Kosmologin Tiziana Di Matteo sucht nach den Spuren, die diese frühen schwarzen Löcher im Universum hinterlassen haben. Mit Hilfe von Software simuliert sie die Wirkung der Gravitation auf Gase, die Bildung von Sternen, Galaxien und schwarzen Löchern. Ihr Ziel ist ein virtuelles Universum, das sich so entwickelt wie das wirkliche. Mit schwarzen Löchern und Galaxien, die gemeinsam auftreten und wachsen. Unsere Milchstraße liegt in einem ziemlich ruhigen Teil des Universums, mit relativ wenigen anderen Galaxien in der näheren Umgebung. Doch 50 Millionen Lichtjahre entfernt befindet sich der Virgo-Galaxienhaufen, in dem sich wahrscheinlich tausende Galaxien drängen. Neue Teleskopbilder zeigen, dass diese Region einen Teil eines größeren Galaxienmusters bildet. Es erinnert an ein gigantisches Spinnennetz. Damit sich ihr virtuelles Universum so entwickelt, muss Di Matteo die kosmischen Bedingungen kennen, die zu den ersten schwarzen Löchern und Galaxien geführt haben. Das ist eine wunderbare Arbeit, weil wir von extrem spezifischen Anfangsbedingungen ausgehen. Die zu kennen, ist sehr selten in der Astrophysik und anderen Zweigen der Physik. Details davon, wie das Universum in seinen Anfängen ausgesehen haben mag, verdanken wir einer Raumsonde namens WMAP. Ihre Messung der Schwankungen in der kosmischen Hintergrundstrahlung, das Strahlungsecho des Urknalls, ergab eine fleckige Karte.
Astronomen halten dieses Muster für den Ursprung der Spinnennetzstruktur der Galaxien. Und es bildet den Startpunkt für die Matteo-Simulation. Aus diesen Anfangsbedingungen müssen wir mit den richtigen kosmischen Gesetzen das Universum entwickeln, das wir heute haben. Die Matteo setzt ihr virtuelles Universum in Bewegung. Es erstreckt sich über einen würfelförmigen Raum mit mehr als 100 Millionen Lichtjahren Kantenlänge. Das Ergebnis? Ein kompliziertes kosmisches Netz, in dem die Gravitation Materie in Fäden und Knoten von gewaltigen Ausmaßen zwingt. Dort, wo Fäden zusammenkommen, beginnen Galaxien und schwarze Löcher zu entstehen. Die in großem Maßstab hinzukommende Materie lässt das schwarze Loch wachsen. Ständig werden Gase ins Zentrum der Galaxie transportiert. Sie nähren das schwarze Loch, wodurch es sehr schnell wächst. In dieser Sequenz aus die Matteo-Simulation kennzeichnen die Kreise das mögliche Auftreten von schwarzen Löchern. Wenn einzelne schwarze Löcher an Masse gewinnen, werden sie durch die Gravitation in die dichtesten Regionen der Galaxien gezogen, wo einige wenige deutlich größer wachsen als andere. Aber warum wachsen diese wenigen schwarzen Löcher so schnell? Das sich im Orbit befindliche Chandra-Röntgen-Teleskop hat vor kurzem im Zentrum einer weit entfernten Galaxie erstaunliche Aufnahmen gemacht. Dieses Bild zeigt zwei schwarze Löcher nahe beieinander. Die Wissenschaftler sind überzeugt, dass sie sich im Todestanz befinden. Noch kreisen die beiden Schwerkraftfallen, jede um die andere. Wie bei einem Planeten um die Sonne kann so ein Orbit Milliarden Jahre lang stabil bleiben. Aber um zu wachsen, muss ein schwarzes Loch das andere heranziehen und verschlingen. Albert Einstein hat gezeigt, wie das geschehen kann. Wenn zwei massive Körper sich immer schneller umkreisen, können sie das glatte Gewebe der Raumzeit aufwühlen. Es ist wie wenn ein Stein ins Wasser geworfen wird. Ein Teil der frei gewordenen Energie geht in die sich konzentrisch ausbreitenden Wellen über. Entsprechend würden kollidierende schwarze Löcher Gravitationswellen durch das ganze Universum schicken. Man stelle sich zwei Wirbelstürme vor, eingebettet in einen dritten, die zusammenkrachen. Was passiert, wenn sie nicht aus wirbelnder Luft bestehen, sondern aus wirbelnder, gekrümmter Raumzeit? Diese Simulation zeigt es. Wenn sich zwei schwarze Löcher nahe kommen, verwandeln sie den Raum in ein wirbelndes Meer aus Gravitationswellen. Diese Wellen transportieren Energie weg vom Orbit, wodurch das Paar sich weiter anziehen und schließlich verschmelzen kann. Als das Universum halb so alt war wie jetzt, haben die schwarzen Löcher große Mengen Gas verschlungen. Es war für sie eine Zeit des Wachstums. Die meisten großen Fusionen im Universum haben damals stattgefunden. Diese Simulation zeigt, wie eine Galaxie in einem Chaos aus Kollisionen und Fusionen Gestalt angenommen haben könnte. Am Anfang hatte die Gravitation Sterne und Gaswolken zusammengeballt. Jetzt wirkt sie auf größere Systeme. Überall im Universum zerreißen sich Galaxien gegenseitig oder kollidieren ineinander. Und bei jeder dieser Verschmelzungen landen neue Opfer im Rachen des wachsenden schwarzen Lochs.
In den dichtesten Regionen des Universums konnte ein kleiner Teil dieser Monster zu unglaublicher Größe heranwachsen. Doch inmitten der immensen Zerstörungskraft finden Wissenschaftler Hinweise darauf, wie das Universum und auch Planeten wie die Erde so geworden sind, wie wir sie heute kennen. Astronomen haben lange über extrem helle und weit entfernte Objekte gerätselt, die Quasare genannt werden. Heute nimmt man an, dass es Energiefreisetzungen im Zentrum von Galaxien sind, die sich im Zusammenhang mit dem Anwachsen der schwarzen Löcher ereignen. Aber wie kann etwas, das kein Licht ausstrahlt, so hell sein? 2 Minuten. Um dieses Geheimnis zu lösen, hat sich eine Gruppe Wissenschaftler in der Nähe des Kennedy Space Center der NASA in Florida versammelt. Der Start einer Delta-Rakete steht unmittelbar bevor. Sie soll eine neue Generation von Weltraumteleskop in den Orbit bringen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! 0. Liftoff. Delta Rocket carrying in blast. Gamma Ray Telescope. Das Gammastrahlen-Weltraumteleskop Fermi ist Teil eines größeren Projekts, bei dem unter anderem die Rolle der schwarzen Löcher bei der Gestaltung des Universums erforscht werden soll. Dass wir hier auf unserem Planeten stehen, in einem winzigen Teil unserer Galaxie und Messungen durchführen können, zum Verständnis des ganzen Universums, in dem wir leben, das ist etwas, auf das die Menschheit stolz sein kann. Die schwarzen Löcher, die dem Wissenschaftler Steve Ritz und sein Team interessieren, gehören zu den größten überhaupt. Die Energie, die sie ausstrahlen, soll aus den Perioden extrem schnellen Wachstums stammen. Vor Milliarden Jahren, in Regionen des Universums mit dicht gepackter Materie, hat die Gravitation ganze Schwärme junger Galaxien zusammengezogen. Im Zentrum entstand eine große Galaxie. Und wenn andere Galaxien mit ihr kollidierten, wurden gewaltige Mengen Materie in ihr zentrales schwarzes Loch hineingesogen. So gemästet wuchs es bis auf die milliardenfache Masse unserer Sonne an. Dass ein schwarzes Loch derartig wächst, ist selten. Nicht überall im Universum, vor allem solange es noch jung war, ließ das Gas ein schwarzes Loch so schnell wachsen. Und wenn ein solches schwarzes Loch wächst, macht es immer wieder spektakulär auf sich aufmerksam. Wie man auf diesen Teleskopaufnahmen sieht. Sie zeigen ungeheure Strahlungsströme, die oft zehntausende Lichtjahre ins All reichen. Solche Energieausbrüche haben schwerwiegende Auswirkungen auf die Galaxie, in der sie stattfinden. Und darüber hinaus. Im Perseus-Galaxienhaufen hat das Chandra-Röntgen-Teleskop riesige heiße Hohlräume im umliegenden Gas entdeckt. Der Verursacher, so glaubt man, ist ein sogenannter Jet. Ein kraftvoller Strom aus Strahlung und Partikeln aus der großen Galaxie in der Mitte. Als er ausbrach, hat er so heftige Schockwellen erzeugt, dass große Mengen Gas aus dem zentralen Bereich hinausgestoßen wurden. Und ohne dieses Gas
können sich keine neuen Sterne bilden. Das erklärt, warum einige der größten Galaxien von alten Sternen bevölkert sind, die wahrscheinlich geboren wurden, bevor ihre schwarzen Löcher derartig explodiert sind. Gleichzeitig kann ein Jet schwere Elemente hinaustragen, wie sie benötigt werden, um Sonnensysteme und Planeten wie den unseren zu formen. Wir sehen diese Jets aus den Galaxien herausströmen und wissen, dass sie große Mengen starker Gammastrahlung mit sich führen. Das Fermi-Teleskop ist Teil einer wachsenden Flotte von Weltraumteleskopen, die Gamma- und Röntgenstrahlung der Jets wahrnehmen können. Es ist, als ob man die Bahn eines Projektils sieht und daraus Rückschlüsse zieht auf die Waffe, die es abgefeuert hat, und auf die Treibladung der Patrone und Ähnliches. Die Waffe ist in diesem Fall eine geheimnisvoll wirbelnde Raumzeitregion, das Schwarze Loch. Aber wie kann es einen Jet abfeuern? Ein schwarzes Loch dreht sich um seine Achse. Es zerrt den Raum in eine wirbelnde Bewegung. Diese ist schneller in der Nähe des Energiehorizonts und langsamer weiter entfernt. So wie die Luft eines Tornados im Zentrum schneller wirbelt als außen. Die auf immer enger werdenden Spiralbahnen in das Zentrum der schwarzen Löcher stürzenden Gase und Sterne bilden eine Art schnell rotierende Scheibe, die Akkretionsscheibe. Ein Teil der Materie wird dabei in Energie umgewandelt und als Gammastrahlung oder Teilchenstrom in beide Richtungen senkrecht zur Akkretionsscheibe weggeschleudert. Die Rotationsenergie, die an einem schwarzen Loch frei wird, ist wesentlich größer als die Energie, die man erhalten würde, wenn man den ganzen nuklearen Brennstoff in Sternen verbrennt. Albert Einsteins Gleichungen beschreiben diese ungeheure Kraftquelle als die extreme Krümmung des Raums am Rand eines schwarzen Lochs. Aber was wir aus diesen Gleichungen lernen können, macht nicht am Ereignishorizont des Schwarzen Loches Halt. Wir können damit hineinreisen. Zumindest in unserer Vorstellung. Zukünftige Astronauten könnten das Schicksal herausfordern und einem Schwarzen Loch zu nahe kommen. Wenn das Monster aus einem kollabierten Stern mit der Masse von ein paar Sonnen stammt, dann steigt seine Schwerkraft mit der Nähe jäh an. Der Zug auf die Spitze des Raumschiffs wäre so viel stärker als auf den hinteren Teil. Die Gravitation würde es zerreißen. Überraschenderweise wäre ein Flug in ein supermassives schwarzes Loch kaum holperig. Durch seine Größe ist seine Schwerkraftwirkung viel weiter verteilt. Sein Herz wäre sicher das extremste Reiseziel im gesamten Universum. Andrew Hamilton, Professor für Astrophysik, hat erforscht, was mit Materie passiert, die in ein schwarzes Loch hineinfällt. Auf der Basis von Einsteins Gleichungen sind er und andere Wissenschaftler davon überzeugt, es gleicht einer Reise einen Fluss hinunter, der auf einen Wasserfall zuhält. Nur ist dieser Abgrund ein kosmischer Abgrund. An der Grenzfläche des Schwarzen Lochs, am Ereignishorizont, stürzt der Raum selbst hinein.
Was heißt das, der Raum fällt dort hinein? Wenn man Objekte in den Raum stellt, dann bewegen sie sich auf bestimmte Art. Und wenn man ein Objekt in die Nähe eines Ereignishorizonts stellt, dann müsste es annähernd Lichtgeschwindigkeit erreichen, um nicht hineingezogen zu werden. Wenn ein schwarzes Loch rotiert, dann bildet sich um seinen Kern ein zweiter, ein innerer Horizont. Nach Einstein könnte ein Objekt so schnell darum rotieren, dass es hinausgeschleudert wird. Wenn in einem schwarzen Loch nur die Raumzeitstruktur selbst ist, dann kann der Raum hineinstürzen, darin rotieren und wieder hinausgelangen, denn Raum hat keine Substanz. Er kann durch sich selbst dringen. Das wäre wie ein Wasserfall, der, wenn er unten auf die Felsen trifft, umkehrt und zurückstürzt. In der seltsamen Welt der allgemeinen Relativität fällt der Raum schneller als Licht in ein schwarzes Loch, macht kehrt und drängt sich wieder hinaus, schneller als Licht. Stellen Sie sich vor, ein Raumschiff stürzt in dieses auf den Kopf gestellte Reich. Wenn es den Fall durch den Ereignishorizont übersteht, würde es gewaltig beschleunigt. Man bewegt sich mit dem Fluss und erreicht am Ereignishorizont Lichtgeschwindigkeit. Dahinter sieht man immer noch die äußere Welt, aber von draußen ist man nicht mehr zu sehen, denn der Raum fällt schneller als Licht. Um diese chaotischen Verhältnisse zu verstehen, hat Hamilton versucht, auf der Basis von Einsteins Arbeit das Innere von schwarzen Löchern zu visualisieren. Nur die Mathematik erlaubt es, dieser Welt so nahe zu kommen. Wir passieren den Ereignishorizont und nähern uns der zentralen Region. Dort werden wir herumgewirbelt und gelangen schließlich in einen kosmischen Tunnel, in ein Wurmloch. An seinem Ende passieren wir ein sogenanntes weißes Loch. Wie in einem Science-Fiction-Roman würden wir in einem anderen Raum herauskommen, in einer anderen Zeit oder sogar in einem anderen Universum. Diese seltsame Reise ist allerdings nur in der Theorie möglich. Richtige Materie, die hineinfällt, würde mit der zurückkommenden kollidieren. Es wäre ein turbulenter, chaotischer Mahlstrom tief im Inneren des schwarzen Lochs. Bei einem Wasserfall prallt das Wasser auf Felsen und stürzt von dort weiter in den darunterliegenden Fluss. Hier treten heftige Turbulenzen auf. Alle Ordnung verschwindet. In einem schwarzen Loch ist diese Aufprallzone der innere Horizont, wo rotierende Materie den Kern umhüllt. Spätestens hier wäre die Reise des Raumschiffs zu Ende. Es würde einfach verdampft. Das Charakteristische dieser Region nahe des inneren Horizonts sind die sehr schnell ineinander fließenden Energieströme. Dieses Gegenströmen steigert sich bis zu dem Punkt, wo sich die Materie selbst anzieht und diese Gravitation beschleunigt die ineinander fließenden Ströme noch. In der Welt, in der wir leben, wird die Energie, die durch Gravitation frei wird, schnell verbraucht. Was immer herunterfällt, geht in ein Ruhestadium über.
In einem schwarzen Loch wird die Energie nicht verbraucht. Stattdessen baut sie sich auf bis zu einem extremen Zustand, den man Planck-Dichte nennt. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen die gesamte Materie, die wir mit Teleskopen sehen können, all die Billionen Sterne, die die Galaxien des Universums bilden, und bestehen, sondern aus wirbelnder, gekrümmter Raumzeit. Diese Simulation zeigt es. Wenn sich zwei schwarze Löcher nahe kommen, verwandeln sie den Raum in ein wirbelndes Meer aus Gravitationswellen. Diese Wellen transportieren Energie weg vom Orbit, wodurch das Paar sich weiter anziehen und schließlich verschmelzen kann. Als das Universum halb so alt war wie jetzt, haben die schwarzen Löcher große Mengen Gas verschlungen. Es war für sie eine Zeit des Wachstums. Die meisten großen Fusionen im Universum haben damals stattgefunden. Diese Simulation zeigt, wie eine Galaxie in einem Chaos aus Kollisionen und Fusionen Gestalt angenommen haben könnte. Am Anfang hatte die Gravitation Sterne und Gaswolken zusammengeballt. Jetzt wirkt sie auf größere Systeme. Überall im Universum zerreißen sich Galaxien gegenseitig oder kollidieren ineinander. Und bei jeder dieser Verschmelzungen landen neue Opfer im Rachen des wachsenden schwarzen Lochs. In den dichtesten Regionen des Universums konnte ein kleiner Teil dieser Monster zu unglaublicher Größe heranwachsen. Doch inmitten der immensen Zerstörungskraft finden Wissenschaftler Hinweise darauf, wie das Universum und auch Planeten wie die Erde so geworden sind, wie wir sie heute kennen. Astronomen haben lange über extrem helle und weit entfernte Objekte gerätselt, die Quasare genannt werden. Heute nimmt man an, dass es Energiefreisetzungen im Zentrum von Galaxien sind, die sich im Zusammenhang mit dem Anwachsen der schwarzen Löcher ereignen. Aber wie kann etwas, das kein Licht ausstrahlt, so hell sein? 2 Minuten. Um dieses Geheimnis zu lösen, hat sich eine Gruppe Wissenschaftler in der Nähe des Kennedy Space Center der NASA in Florida versammelt. Der Start einer Delta-Rakete steht unmittelbar bevor. Sie soll eine neue Generation von Weltraumteleskop in den Orbit bringen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! 0. Liftoff. Delta Rocket carrying in glass. Gamma Ray Telescope. Das Gammastrahlen-Weltraumteleskop Fermi ist Teil eines größeren Projekts, bei dem unter anderem die Rolle der schwarzen Löcher bei der Gestaltung des Universums erforscht werden soll. Dass wir hier auf unserem Planeten stehen, in einem winzigen Teil unserer Galaxie und Messungen durchführen können, zum Verständnis des ganzen Universums, in dem wir leben, das ist etwas, auf das die Menschheit stolz sein kann. Die schwarzen Löcher, die den Wissenschaftler Steve Ritz und sein Team interessieren, gehören zu den größten überhaupt. Die Energie, die sie ausstrahlen, soll aus den Perioden extrem schnellen Wachstums stammen. Vor Milliarden Jahren,
in Regionen des Universums mit dicht gepackter Materie, hat die Gravitation ganze Schwärme junger Galaxien zusammengezogen. Im Zentrum entstand eine große Galaxie. Und wenn andere Galaxien mit ihr kollidierten, wurden gewaltige Mengen Materie in ihr zentrales schwarzes Loch hineingesogen. So gemästet wuchs es bis auf die milliardenfache Masse unserer Sonne an. Dass ein schwarzes Loch derartig wächst, ist selten. Nicht überall im Universum, vor allem solange es noch jung war, ließ das Gas ein schwarzes Loch so schnell wachsen. Und wenn ein solches schwarzes Loch wächst, macht es immer wieder spektakulär auf sich aufmerksam. Wie man auf diesen Teleskopaufnahmen sieht. Sie zeigen ungeheure Strahlungsströme, die oft zehntausende Lichtjahre ins All reichen. Solche Energieausbrüche haben schwerwiegende Auswirkungen auf die Galaxie, in der sie stattfinden. Und darüber hinaus. Im Perseus-Galaxienhaufen hat das Chandra-Röntgen-Teleskop riesige heiße Hohlräume im umliegenden Gas entdeckt. Der Verursacher, so glaubt man, ist ein sogenannter Jet. Ein kraftvoller Strom aus Strahlung und Partikeln aus der großen Galaxie in der Mitte. Als er ausbrach, hat er so heftige Schockwellen erzeugt, dass große Mengen Gas aus dem zentralen Bereich hinausgestoßen wurden. Und ohne dieses Gas können sich keine neuen Sterne bilden. Das erklärt, warum einige der größten Galaxien von alten Sternen bevölkert sind, die wahrscheinlich geboren wurden, bevor ihre schwarzen Löcher derartig explodiert sind. Gleichzeitig kann ein Jet schwere Elemente hinaustragen, wie sie benötigt werden, um Sonnensysteme und Planeten wie den unseren zu formen. Wir sehen diese Jets aus den Galaxien herausströmen und wissen, dass sie große Mengen starker Gammastrahlung mit sich führen. Das Fermi-Teleskop ist Teil einer wachsenden Flotte von Weltraumteleskopen, die Gamma- und Röntgenstrahlung der Jets wahrnehmen können. Es ist, als ob man die Bahn eines Projektils sieht und daraus Rückschlüsse zieht auf die Waffe, die es abgefeuert hat, und auf die Treibladung der Patrone und Ähnliches. Die Waffe ist in diesem Fall eine geheimnisvoll wirbelnde Raumzeitregion, das Schwarze Loch. Aber wie kann es einen Jet abfeuern? Ein schwarzes Loch dreht sich um seine Achse. Es zerrt den Raum in eine wirbelnde Bewegung. Diese ist schneller in der Nähe des Energiehorizonts und langsamer weiter entfernt. So wie die Luft eines Tornados im Zentrum schneller wirbelt als außen. Die auf immer enger werdenden Spiralbahnen in das Zentrum der schwarzen Löcher stürzenden Gase und Sterne bilden eine Art schnell rotierende Scheibe, die Akkretionsscheibe. Ein Teil der Materie wird dabei in Energie umgewandelt und als Gammastrahlung oder Teilchenstrom in beide Richtungen senkrecht zur Akkretionsscheibe weggeschleudert. Die Rotationsenergie, die an einem schwarzen Loch frei wird, ist wesentlich größer als die Energie, die man erhalten würde, wenn man den ganzen nuklearen Brennstoff in Sternen verbrennt. Albert Einsteins Gleichungen beschreiben diese ungeheure Kraftquelle als die extreme Krümmung des Raums am Rand eines schwarzen Lochs. Aber was wir aus diesen Gleichungen lernen können, macht nicht am Ereignishorizont des Schwarzen Loches Halt. Wir können damit hineinreisen.
Zumindest in unserer Vorstellung. Zukünftige Astronauten könnten das Schicksal herausfordern und einem schwarzen Loch zu nahe kommen. Wenn das Monster aus einem kollabierten Stern mit der Masse von ein paar Sonnen stammt, dann steigt seine Schwerkraft mit der Nähe jäh an. Der Zug auf die Spitze des Raumschiffs wäre so viel stärker als auf den hinteren Teil. Die Gravitation würde es zerreißen. Überraschenderweise wäre ein Flug in ein supermassives schwarzes Loch kaum holperig. Durch seine Größe ist seine Schwerkraftwirkung viel weiter verteilt. Sein Herz wäre sicher das extremste Reiseziel im gesamten Universum. Andrew Hamilton, Professor für Astrophysik, hat erforscht, was mit Materie passiert, die in ein schwarzes Loch hineinfällt. Auf der Basis von Einsteins Gleichungen sind er und andere Wissenschaftler davon überzeugt, es gleicht einer Reise einen Fluss hinunter, der auf einen Wasserfall zuhält. Nur ist dieser Abgrund ein kosmischer Abgrund. An der Grenzfläche des Schwarzen Lochs, am Ereignishorizont, stürzt der Raum selbst hinein. Was heißt das? Der Raum fällt dort hinein. Wenn man Objekte in den Raum stellt, dann bewegen sie sich auf bestimmte Art. Und wenn man ein Objekt in die Nähe eines Ereignishorizonts stellt, dann müsste es annähernd Lichtgeschwindigkeit erreichen, um nicht hineingezogen zu werden. Wenn ein schwarzes Loch rotiert, dann bildet sich um seinen Kern ein zweiter, ein innerer Horizont. Nach Einstein könnte ein Objekt so schnell darum rotieren, dass es hinausgeschleudert wird. Wenn in einem schwarzen Loch nur die Raumzeitstruktur selbst ist, dann kann der Raum hineinstürzen, darin rotieren und wieder hinausgelangen, denn Raum hat keine Substanz. Er kann durch sich selbst dringen. Das wäre wie ein Wasserfall, der, wenn er unten auf die Felsen trifft, umkehrt und zurückstürzt. Schwarze Löcher, dunkle Gravitationsfallen, die alles auf ihrem Weg verschlingen. Was würden wir sehen, wenn wir uns einem schwarzen Loch nähern? Bis zu dem Punkt, an dem es kein Zurück gibt. Wenn wir fallen würden in eine Welt aus gekrümmtem Raum und verbogener Zeit. Welche Geheimnisse des Universums würden sich uns auf einer solchen Reise erschließen? Stellen Sie sich vor, ins Zentrum unserer Galaxie zu reisen. 26.000 Lichtjahre entfernt. Und dort auf einem Planeten zu stehen. Millionen Sterne umgeben sie. Und am Horizont steigt eine seltsame schwarze Scheibe auf. Es ist ein schwarzes Loch. Ein Objekt, dessen Masse so konzentriert ist, dass nichts seinem Gravitationsfeld entkommt. Nicht einmal Licht. Dieses Monster ist 10-mal so groß wie die Sonne, aber millionenmal so schwer. Und es ist nicht das Einzige. In nahezu jeder großen Galaxie haben Astronomen Hinweise auf schwarze Löcher gefunden.
oft mit der Millionen- oder sogar milliardenfachen Masse der Sonne. Wie sind sie entstanden? Und wie wurden sie so groß? Für die Antworten muss man die Kräfte verstehen, die Sterne und Planeten geformt haben. Über die Lebenszyklen der schwarzen Löcher finden die Wissenschaftler Hinweise auf das Schicksal, das unsere eigene Galaxie erwartet. Und das Universum selbst. Aber wie erforscht man etwas, das sich seiner Natur nach der Entdeckung entzieht? Manchmal können wir am geheimnisvollen Wirken des Universums teilhaben. 19. März 2008. Astronomen auf der ganzen Welt erhalten einen Warnruf von einem Forschungssatelliten der NASA namens Swift. Er hat den bis dahin stärksten Gammastrahlenausbruch beobachtet. Ein kosmisches Ereignis, bei dem extreme Mengen Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung freigesetzt werden. Swift leitet seine Messungen automatisch an die Erde weiter. Innerhalb von Sekunden werden vollautomatische Teleskope auf das Phänomen ausgerichtet. Astronomen ermitteln aus den Daten die Helligkeit des Blitzes. In großen Observatorien in Chile und in Texas wird das Licht des Blitzes in der Zwischenzeit in seine Wellenlängen zerlegt. Aus dem Spektrum kann man ersehen, wie weit das Licht bis zur Erde gereist ist. Das verblüffende Ergebnis? Das Licht stammt von einem Objekt, das 7,5 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Das ist die Hälfte des sichtbaren Universums. Tom Westrand arbeitet im Los Alamos National Lab in New Mexico. Seit mehr als 10 Jahren erforscht er bereits Gamma-Blitze. Aber so etwas hat er noch nicht gesehen. Das war die hellste je beobachtete Erscheinung. Bei Astronomie denken viele an langsame Vorgänge. Aber dieser Blitz war 7,5 Milliarden Lichtjahre gereist. Und hier hat er 30 Sekunden lang erstaunlich hell geleuchtet. Tatsächlich war der Blitz nach seiner langen Reise noch so hell, dass er mit bloßem Auge beobachtet werden konnte. Aus den gesammelten Daten von Erd- und Weltraumteleskopen kommen die Wissenschaftler zu der Überzeugung, dass der schmale, aber intensive Lichtblitz höchstwahrscheinlich von der Geburt eines schwarzen Lochs zeugt. Es ist das letzte einer Kette heftiger Ereignisse im Kern eines massereichen Sterns, bis zu 10-mal so schwer wie die Sonne. Alle Sterne leuchten durch Kernfusionsprozesse in ihrem Inneren, in denen Wasserstoff in Helium überführt wird. In massereicheren Sternen entstehen auch schwerere Elemente wie Kohlenstoff, Silizium und am Ende Eisen. Wie in einem Heißluftballon wirkt die dabei frei werdende Energie der Gravitation des Sterns entgegen, sodass er nicht in sich zusammenstürzt. Irgendwann geht der Brennstoff aus. Die Energie kann nicht ewig in den Weltraum strömen und dann beginnt der Stern zu schrumpfen. Wenn der Eisenkern bis zur 1,4-fachen Sonnenmasse gewachsen ist, hält er dem Druck nicht mehr stand und kollabiert. In manchen Fällen führt der Kernkollaps zu einer gewaltigen Druckwelle, die den Stern buchstäblich auseinanderreißt. Die gemeinsame Entwicklung von schwarzen Löchern und Galaxien nachzuvollziehen. Computer,
sollen dazu die Geschichte von Galaxien wie unserer eigenen enthüllen. Solche Simulationen führen zurück in eine Zeit, als das Universum gerade erst ein paar hundert Millionen Jahre alt war. Gigantische Gaswolken kollabieren aufgrund ihrer eigenen Schwerkraft und es entstehen Verdichtungen. Die Verdichtungen werden immer heißer und schließlich zur ersten Generation Sterne. Diese Sterne brennen heiß und schnell. Schon nach wenigen Millionen Jahren finden die ersten ihr Ende in gewaltigen Supernovae. Diese Sterne sind es, von denen wahrscheinlich die ersten schwarzen Löcher stammen. Die Kosmologin Tiziana Di Matteo sucht nach den Spuren, die diese frühen schwarzen Löcher im Universum hinterlassen haben. Mit Hilfe von Software simuliert sie die Wirkung der Gravitation auf Gase, die Bildung von Sternen, Galaxien und schwarzen Löchern. Ihr Ziel ist ein virtuelles Universum, das sich so entwickelt wie das wirkliche, mit schwarzen Löchern und Galaxien, die gemeinsam auftreten und wachsen. Unsere Milchstraße liegt in einem ziemlich ruhigen Teil des Universums, mit relativ wenigen anderen Galaxien in der näheren Umgebung. Doch 50 Millionen Lichtjahre entfernt befindet sich der Virgo-Galaxienhaufen, in dem sich wahrscheinlich tausende Galaxien drängen. Neue Teleskopbilder zeigen, dass diese Region einen Teil eines größeren Galaxienmusters bildet. Es erinnert an ein gigantisches Spinnennetz. Damit sich ihr virtuelles Universum so entwickelt, muss Di Matteo die kosmischen Bedingungen kennen, die zu den ersten schwarzen Löchern und Galaxien geführt haben. Das ist eine wunderbare Arbeit, weil wir von extrem spezifischen Anfangsbedingungen ausgehen. Die zu kennen, ist sehr selten in der Astrophysik und anderen Zweigen der Physik. Details davon, wie das Universum in seinen Anfängen ausgesehen haben mag, verdanken wir einer Raumsonde namens WMAP. Ihre Messung der Schwankungen in der kosmischen Hintergrundstrahlung, das Strahlungsecho des Urknalls, ergab eine fleckige Karte. Astronomen halten dieses Muster für den Ursprung der Spinnennetzstruktur der Galaxien. Und es bildet den Startpunkt für die Matteo-Simulation. Aus diesen Anfangsbedingungen müssen wir mit den richtigen kosmischen Gesetzen das Universum entwickeln, das wir heute haben. Di Matteo setzt ihr virtuelles Universum in Bewegung. Es erstreckt sich über einen würfelförmigen Raum mit mehr als 100 Millionen Lichtjahren Kantenlänge. Das Ergebnis? Ein kompliziertes kosmisches Netz, in dem die Gravitation Materie in Fäden und Knoten von gewaltigen Ausmaßen zwingt. Dort, wo Fäden zusammenkommen, beginnen Galaxien und schwarze Löcher zu entstehen. Die in großem Maßstab hinzukommende Materie lässt das schwarze Loch wachsen. Ständig werden Gase ins Zentrum der Galaxie transportiert. Sie nähren das schwarze Loch, wodurch es sehr schnell wächst. In dieser Sequenz aus Di Matteo-Simulation kennzeichnen die Kreise das mögliche Auftreten von schwarzen Löchern. Wenn einzelne schwarze Löcher an Masse gewinnen, werden sie durch die Gravitation in die dichtesten Regionen der Galaxien gezogen, wo einige wenige deutlich größer wachsen als andere. Aber warum wachsen diese wenigen schwarzen Löcher so schnell? Das sich im Orbit befindliche Chandra-Röntgen-Teleskop hat vor kurzem im Zentrum einer weit entfernten Galaxie erstaunliche Aufnahmen gemacht. Dieses Bild zeigt zwei schwarze Löcher nahe beieinander. Die Wissenschaftler sind überzeugt, dass sie sich im Todestanz befinden.
Noch kreisen die beiden Schwerkraftfallen, jede um die andere. Wie bei einem Planeten um die Sonne kann so ein Orbit Milliarden Jahre lang stabil bleiben. Aber um zu wachsen, muss ein schwarzes Loch das andere heranziehen und verschlingen. Albert Einstein hat gezeigt, wie das geschehen kann. Wenn zwei massive Körper sich immer schneller umkreisen, können sie das glatte Gewebe der Raumzeit aufwühlen. Es ist wie wenn ein Stein ins Wasser geworfen wird. Ein Teil der frei gewordenen Energie geht in die sich konzentrisch ausbreitenden Wellen über. Entsprechend würden kollidierende schwarze Löcher Gravitationswellen durch das ganze Universum schicken. Man stelle sich zwei Wirbelstürme vor, eingebettet in einen dritten, die zusammenkrachen. Was passiert, wenn sie nicht aus wirbelnder Luft... Überall in unserer Galaxie verstreut, findet man die Reste solcher Supernovae, wie diese Bilder des Hubble-Weltraumteleskops zeigen. Aber was passiert mit dem kollabierten Kern dieser toten Sterne? Wenn ein großer Stern in sich zusammenfällt, treten so starke Kräfte auf, dass die Elektronen in die Kerne der Atome gepresst werden. Ein Objekt extrem hoher Dichte entsteht, ein Neutronenstern. Ein Neutronenstern ist so dicht, als würde man einen Berg auf die Größe einer Murmel zusammenpressen. Neutronen können ungeheuren Kräften standhalten. Aber wenn der Druck eine bestimmte Schwelle überschreitet, verschwinden sie ins Nichts. Wenn das passiert, wird ein schwarzes Loch geboren. Ein schwarzes Loch ist Schwerkraft im absoluten Extrem. Die ganze Masse ist buchstäblich in einem Punkt konzentriert und sie ist eingehüllt in eine schwarze Sphäre, deren Oberfläche Ereignishorizont genannt wird. Von dort gibt es kein Zurück. Was dort hineinfällt, Gase, Sterne oder Planeten, verschwindet für immer. Ein schwarzes Loch ist eine Zeit- und Raumregion, die schwarz und leer ist. Sie ist schwarz, weil ihre Gravitation sogar das Licht einsaugt. Aber auch leer, weil die Objekte, die es geformt haben, bis ins Nichts geschrumpft sind. Die Vorstellung, ein schwarzes Loch bestehe nur aus stark komprimierter Materie, ist einfach falsch. Sie mag daraus entstanden sein, aber diese Materie ist verschwunden, völlig zerstört. Es gibt sie nicht mehr. Doch die Materie hat ein kraftvolles Vermächtnis hinterlassen. Ihre Gravitation. Nach Albert Einstein ist Gravitation weniger eine Eigenschaft von Materie, der Sterne und Planeten. Vielmehr ist es eine Krümmung von Raum und Zeit. Wissenschaftler nennen sie Raumzeit in der Anwesenheit schwerer Objekte. Ein Planet geht in eine Umlaufbahn über, wenn er sich in dem gekrümmten Raum um einen Stern verfängt. Wie die Kugel, die sich in einem Roulette-Rad dreht. Die in einem Punkt komprimierte Masse eines schwarzen Lochs ist eine tiefe Verzerrung in der Raumzeit. Wenn ein schwarzes Loch geboren wird, geht die Energie der Materie in die Energie der gekrümmten Raumzeit über. Die Art der Energie ändert sich also, aber die Energie selbst bleibt bestehen. Was zurückbleibt, ist gekrümmte Raumzeit, die ungeheure Energie enthält. Mit dieser Energie kann ein schwarzes Loch auf seine Umgebung tiefgreifend einwirken.
Auf der Erde kennen wir Gravitation als die Kraft, die alles nach unten zieht. Beim Aufprall wird Energie frei. Energie mit oft zerstörerischen Auswirkungen. Wenn Materie aber in ein schwarzes Loch fällt, nimmt die frei werdende Energie astronomische Dimensionen an. Wir sehen, wie sie den Rest des Universums beeinflussen. Wir sehen, was um sie herum passiert, wenn dieses gewaltige Gravitationspotenzial zum Tragen kommt und wie daraus Energie frei wird. Solche Beobachtungen zeigen, dass schwarze Löcher weitreichende Energieflüsse tätigen, die das Universum, wie wir es kennen, mitgeformt haben. Wissenschaftler erforschen diese Erscheinungen. Wie Detektive folgen sie der Spur, die sie näher an das dunkle Herz der schwarzen Löcher heranführen könnte. Lange galten schwarze Löcher als seltene und exotische Erscheinungen in einem von Sternen und Galaxien dominierten Universum. Diese Sicht hat sich verändert durch die Beobachtung von Galaxien und schwarzen Löchern in den Tiefen des Universums. Riesige schwarze Löcher lauern im Zentrum beinahe jeder großen Galaxie. Dazu kommt, je größer die Galaxie, desto größer ist auch das schwarze Loch. Beides lässt den Schluss zu, dass sich Galaxien und schwarze Löcher Hand in Hand entwickelt haben und sich gegenseitig beeinflussen. Um die Rolle der schwarzen Löcher in der Evolution des Universums zu erforschen, versuchen die Wissenschaftler,